Hallo und herzlich willkommen. Ihr seht mich hier in War for the Overworld. Ich habe schon mal eine News über dieses Game geschrieben gehabt. Auf der alten Project Gaming Seite. Ja, und jetzt spiele ich jetzt erstmal wirklich Multiplayer. Ich wurde auf Steam angeschrieben von einem Suchenden, der das Ork unten spielen wollte. Und wir haben uns zusammengerauft und ich habe die Ports freigegeben. Und jetzt können wir das tatsächlich spielen. Ich finde, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich sammle schon das erste Gold hier ein. War for the Overworld ist eine, nicht Hommage, also eine Fortführung eigentlich, eine inoffizielle Fortführung. Oh, hier ist das Portal. Zu dem alten Spiel Dungeon Keeper, was momentan EA besitzt, die Lizenz dazu, und daraus billige Umsonstspiele macht. Sollen sie ruhig machen, es gibt ja schließlich War for the Overworld. Naja, jedenfalls muss man in Dungeon Keeper, ich meine War for the Overworld, muss man einen Dungeon Master spielen und man muss einfach mit seinen Minions diesen Dungeon aufbauen. Das sind meine kleinen Arbeiter, die Imps. Die erobern jetzt diesen Raum für mich. Ich kann auch Gebäude bauen hier. Wichtig ist, dass ich einen Schlafplatz baue, eine Slaughter-Pen in diesem Falle. Früher waren es Hühnerfarmen, jetzt sind es Schweinefarmen, auch in Ordnung, damit sie was zu essen haben. Und ich muss dieses Portal erobern, dann kriege ich meine ersten Kreaturen. Je nachdem, was für Räume ich anbiete, kommen auch unterschiedliche Kreaturen in meinen Dungeon. A gnawing has entered your dungeon. Da ich nur Futter und hier ein bisschen Schlafplatz habe, kriege ich hier so ganz kleine blöde Mistviecher, die jetzt nicht besonders toll sind. Aber das wird noch, das wird noch. Ich kann auch nur drei Sachen überhaupt bauen. Das ist ein bisschen wenig. Ich baue hier nochmal eine Schatzkammer. Ich weiß auch nicht, warum ich neue Sünden bekomme. Damit kann man Sachen erforschen. Ja, jetzt kann ich auch ein paar mehr Sachen machen. So. Damit geht's vorwärts. So, das ist wichtig. Jetzt habe ich schon mal gute Sachen, wichtige Sachen. Ich muss auf jeden Fall forschen. Das mache ich in dem Archiv. Ah, muss nicht so groß sein. Reicht ein kleines Archiv. Ich muss nicht viel wissen. Da macht ihr frei, so. Ich muss... bin ein dummer Dungeon Keeper. Ich brauche nicht viel wissen. Seht, ich habe zwei Gnarlings. Ich baue schon mal eine Baracke. Da können die trainieren. Auch wenn das Pisskreaturen sind. Die trainieren wir aber trotzdem. Hier. Ich muss nehmen, was ich kriegen kann. Auch sehe ich kein Gold mehr in der Nähe. Deswegen, ach, da oben. Da wollte ich jetzt sowieso hin. Unglaublich, ich kann das ganze Gold überall sehen. Das ist ein bisschen einfach. Also ich muss sagen, Gold muss verdeckt sein, liebe Entwickler. Sonst, ist es auch ein bisschen blöde. Your minions have researched this in for you. Jetzt hole ich mir einfach das ganze Gold schon. Und kann einfach ganz schnell Progress machen. Ich spiele ja hier Multiplayer, Leute. Und ich will ja nicht doof dastehen hier am ersten Mal. Also ich habe nur ein, zweimal Singleplayer gespielt und ich hoffe, der zieht mich nicht ab. Auch er spielt das erste Mal. Hat mich in Steam eingeladen, der Junge. Oder Mädel. Oder Mann oder Frau. Keine Ahnung. Eunuch, kann auch sein. Kann ich nicht sagen. Gut. Noch mehr Baracke. Ich scheine nicht genug Platz für jeden zum Trainieren zu haben. Also brauche ich mehr. Ja, ihr habt auch gesehen, ich kann auch Kreaturen schlagen. Dann beeilen sie sich ein bisschen mehr. Zumindest ist das im normalen Dungeon Keeper der Fall gewesen. So, hier das Archiv. Dann logge ich auch schon Zauberer an. Dann würde ich auch mehr Sünden erforschen. Das hier erweitere ich auch mal. Das ist der Kultist. Es ist gut, dass ich den schon habe. Haben wir Platz zum Schlafen. Ich baue auch mal den Beast, denn das ist ein Raum, der ist eigentlich nur dafür da, Kreaturen anzuziehen. Ich baue den mal, keine Ahnung, hier hin. So.
Auch brauche ich eine Werkstatt. Gehe ich aber den neuen Sünden aus. Hier kann ich neue Workers sammeln. Das ist ein ganz neuer Raum, den gab es noch nicht, das Alchemie-Ding. Letztes Mal hat es nicht funktioniert, als ich das probiert habe im Singleplayer. Enrage. Okay. Ist das für alles die ganze Zeit? Hm. Na gut. Lalalala. Wie viele Kreaturen habe ich denn jetzt schon? Naja, zwei davon nur. Und anscheinend brauche ich auch ein größeres Archiv, um auch mehrere Leute beschäftigen zu können. Hier wollte ich das Biesten bauen. A Bafu has entered your dungeon. A Bafu. Ja, schön für dich, Bafu. Geh hier rein. A Skarg has entered your dungeon. Und ein Skarg. Käferdingen, irgendwas. Hier, da. Ich glaube, diese Gnarlinge sind so scheiße, dass ich sie vielleicht auch wieder schnell wegwerfe. Lass mal ein paar Imps beschwören. Die arbeiten mir zu wenig. Und zu langsam. Haut rein. So. Mehr Bibliothek. Okay, das war nicht gut. Mehr Bibliothek. Mehr. Wir brauchen mehr. Man sieht auf der Map hier unten sogar, wo er sein Dungeon-Herz hat. Hier ist er sogar schon. Hier ist ja auch ein Gegner. Ich muss dafür sorgen, dass er hier nicht so viel Spaß hat. Vielleicht erforsche ich auch mal schnell eine Falle. Ballista. Ich möchte, dass du hier aufstellst. Und dafür brauche ich natürlich auch die Werkstatt. Und muss das auch bauen lassen. Ich glaube, Gnarlinge können das für mich erledigen. Die Monster können das nicht. Nein? Ist das Gnarling? Wenn du das nicht kannst, dann brauche ich dich wirklich nicht. A Chanda has entered your dungeon. Die Chandas, die können das. Der ist auch gekommen, weil ich ihn damit angelockt habe. Ja, ich sehe Stress. Ich kann die auch nicht zurückrufen. Da sind meine Gnarlinge als auch weg. Weg. Naja, passiert. Ich sollte eine Schatzkammer bauen, um meinen Reichtum auch wegzuschaffen irgendwie. So. Kultisten. Haut rein. Nah links. Ihr seid Müll. Mehr Schatzkammer. Darf nicht zulassen, dass mein Gold da unten rumliegt. A Chanda has entered your dungeon. So, ich erweitere das auch nochmal. Der ist da oben noch am Kämpfen, ja, oder bewusstlos. Da kann man nichts gegen machen. Hier, die hält sich auf mich drauf. Oh, der ist erschöpft. Der ruht sich besser aus. Das Gold ist nämlich mal manuell hier weg. So, alles hier hin. Kaltest ist gut. Ich brauche mehr Kaltests. Und das hier bitte ernten. Vor allem. Das bedeutet Macht. Portale bedeuten Kreaturen, Kreaturen bedeuten Macht. Und da unten ist auch so eins. Und mal sehen, dass wir das kriegen. Bevor es zu spät ist. Die Map zu kennen ist natürlich ein großer Vorteil. Ich hoffe, er tut das nicht.
A defense has been built. Yes. Bauen wir gleich die nächste. Wollen wir schauen, dass ich auch mehr die Imps hier beschäftige. Ein bisschen mehr Produktion. Beide Chandlers produzieren. Du sollst trainieren. Ihr trainiert jetzt auch. Und die Nahlings wieder wegwerfen. Sinnlose Mistviecher. Okay. Ich bin ein wenig ungeduldig, was meine Imps angeht. Das Gefühl, die sterben die ganze Zeit außerdem. Was ist hier los? A Gnarling has entered your dungeon. Hier, disturb mal. Dann verreckst du und alles ist wieder gut. Ja, so werden die auch seine Imps los. Das ist gut. Ja, auch super. Er hat nicht daran gedacht, hier durchzugehen. Hier, du eroberst. Erobern ist wichtig. Genau. So, neue Räume, neue Möglichkeiten. Zauber. Prison unlocked. Torture chamber unlocked. So viele Sachen. Bone Chiller unlocked. Ich habe gar nicht Ahnung von allem, was ich hier mache. Hier geht's mal in Gnarling. Tu was für dein Geld. Weil er noch gar kein Geld bekommen hat. Also ich glaube, es sieht gut aus für mich. Gucken, dass ich starke Kreaturen habe. A Bafu has entered your dungeon. Und der Bafu. Meine Trainingshalle war groß genug? Ich befürchte nicht. Defense complete. Ich befürchte, meine Trainingsanlage ist zu klein. Machen wir sie größer. Der trainiert hier gar nicht. Minions have researched this in for you. Und Geld müsste ich genug haben, oh ja. Na komm. Ihr faulen Viecher. Wofür bezahle ich euch? Oh, na, was? Die bezahle ich auch nicht. Ich bezahle eigentlich niemanden momentan. So, haut rein. Ihr seid meine Elite. Ihr Gnarlinge, ihr seid hässlich. Ihr geht an die Front. Hier, ein bisschen Gold. Ah. Wo ist denn hier die Öffnung? Ah, ich hab doch die Öffnung hier. Entschuldigung. Alles ist okay. Hack du dich da durch. Ja, so ist richtig. Genau so. Bald habe ich ihn am Sack. Ich sollte jetzt schauen, dass ich ein bisschen Progress kriege. Im Tech-Bereich quasi. Und irgendwas baue, womit ich neue Kreaturen bekomme. Ja. Der Spirit Chamber. Die Spirit Chamber. Da kriege ich neue Kreaturen. Steht hier auch, es lockt halt sogenannte Witch Doctors an, die auch gefallene Krieger als eigene Minions beschwören können. Das finde ich sehr praktisch. Alchemie war, glaube ich, noch nicht funktionierend. Deswegen baue ich das erstmal nicht. Ich muss schauen, dass ich das mache, was funktioniert, wo ich weiß, das bringt was.
Ein Heldenteam, meint mein neuer Freund da unten. Ich weiß nicht, was er meint damit eigentlich. Dass man als Held spielen kann. Vermutlich. Blood Money, dafür habe ich keine Mana leider. Ah. Arena, irgendwie ist wichtig. Unlocked. Die Arena. Und der Garrison. Unlocked. Ah, in der Arena und in der Garrison, da lockt man Viecher an. Diesen Kampf bereit. Nehme ich doch die Arena statt Spirit Chamber. So. Sollen alle trainieren. Rein da. A gnarling has entered your dungeon. A gnarling. Meine Mana einfach voll. Das wollen wir nicht. Muss irgendwie das Gold irgendwo hinstecken. A Chanda has entered your dungeon. Naja, hebt's irgendwann auf. Hier kloppen sich wieder Viecher. Der Nading macht wieder klar. Your minions have researched a sin for you. Das sind noch Kreaturen, die haben dieselbe Aussehen wie die Chandas. Aber es sind eigentlich andere Kreaturen. Es ist halt noch nicht so weit fertig, das Spiel. So. Die nicht trainieren gehen, packe ich jetzt in die Arena. Dann haben sie keine andere Wahl, als stärker zu werden. Na, was ist das denn? Dummes Schwein. Passen da nur zwei rein? Warum legen die nicht los? Hassen die sich nicht genug? Aber enttäuschend. Ja. Ist das auch noch nicht implementiert? Ah, hier geht's los. Na gut. Außerdem auch viel zu klein. Das Gold holen wir uns auch. Es gibt keinen Grund, es freizugraben. Nicht freizugraben. Das ist übrigens ein Turm, der verspricht Vision überall hin. Also wenn der hier angebuddelt kommt, dann kann ich sehen. Ich glaube, er wird gerade ein bisschen von mir übermannt hier. Oh, die sind fertig mit ihrem Kampf. Keine Ahnung, vielleicht kämpft ihr beiden. Das wäre nett von euch. Legt los. Das Schlagen nicht geholfen. Sehr enttäuschend. Eigentlich sollten die hier gut trainieren. Dann werde ich diesen beiden machen und sie konstant heilen. Das sollte etwas bringen. Wenn man nicht so aufeinander rumsitzen würden. Care. Schwierig. Your minions have researched a sin for you. Oh Mann. Sag nicht, er ist tot. Irgendwie habe ich ihn getötet. Super. Ausgezeichnet. Gnarlings. Ihr macht euch wieder nützlich.
A new scent is available to you. Die, die ich jetzt nicht nehmen kann. Weg mit euch, bessere Kreaturen. Ihr habt bald alles erforscht. Klickt einfach mal alles durch jetzt. Jetzt habe ich diese... sogenannte Rituale. Die haben letztes Mal noch nicht funktioniert, als ich es probiert habe. Fortify unlocked. Gargoyle unlocked. Wisdom Juice unlocked. Ich baue einfach mal diese komischen Sanctuary-Raum da. Schauen, ob er immer noch nutzlos ist. Ich hoffe nicht. Ich will meine Zeit nicht verschwenden mit nutzlosen Dingen hier. Was ich auch langsam brauche, ist Folterkammer und so. Und die sollten in der Nähe des Gegners sein, damit ich schnell die Gefangenen entsprechend hier hinbringen kann. Mache ich sie hier hin. Dann kommt das Gefängnis hin. Und die Folterkammer. You've received a new sin. So. Ich habe das Gefühl, meine Imps sind wieder in der Menge gesunken. Haut mal ein bisschen rein. Ich gewinne auch stetig Territorium gegenüber ihm. Weil ich, glaube ich, auch immer wieder diese Gnarlings hier hinsetze. Da habe ich einen Zauber, da kann man auch reingucken, ne? Wo ist der denn? Da, Prophecy. Mal schauen, was der macht. Der hat das Gold gar nicht gefarmt. Interessant. Also ich ernte das ab, wo ich kann. Das Gefühl, der Kampf ist ein bisschen ungleich. Ah, ihr seid fertig mit der Arbeit. Ihr faulen Biester. Sanctuary. Und ein Prison. A Chunder has entered your dungeon. Und eine Folterkammer. Die ist sehr ineffizient klein. So. Und ihr beweist mir jetzt, was ihr könnt. Ihr rennt einfach raus. Okay. Kein Problem. Ich schmeiß den mal hier in die Mitte. Geht das? Nein. Kann ich jetzt irgendwas machen mit den Sachen? Ah, da oben sind Rituale. Ich will Fortify haben. Macht mir Fortify. Ich möchte einmal eine Wende fest haben. Na? Wird daran jetzt gearbeitet? Kommt mir nicht ganz so vor. Ich fürchte, ich trainiere den auch ein bisschen dadurch, dass ich ihm die Signalinge schicke. Aber sein Vorankommen wird auf jeden Fall verzögert. So, mehr Folterkammer wollte ich haben. Ich will ja schließlich auch mehr Succubusse haben. Succubus. You've received a new sin. So. Ihr macht diese Scheiße hier fertig. Oder auch nicht. Der Rest geht hier rein. Was ist mit dem los? So traurig. Ah. So schnell ging das. Cool. Ja, dann ist es alles fest. Mal das nächste Ritual erforschen. Was haben wir denn noch Schönes? Uprising. Instantly turn all captured swords stored to the groups to ghouls. Nee, brauche ich nicht. Spectre.
Ich glaube, ich habe so ziemlich alles. Vielleicht das. Your minions have researched a sin for you. Was geht denn hier? Ich habe Gefangene. Wie blöde. Wie kommt das denn? Doch gar keinen großen Kampf hier. Von Zaun gerissen. A cultist has entered your dungeon. Warum kann ich die nicht heilen? Ich muss sie doch heilen können. Ja, vielleicht mit den Schweinen, die... Oh. Oh weh. Your minions have researched a sin for you. Ich sehe ein Problem auf mich zukommen. Schnell, Minions, schnell. Das ist nicht gut. A new sin has been researched. Ich frag mich, ob der Typ noch aktiv ist. Ah. A new sin is available to you. Verdammt. Na gut, dann gibt's mal ein neues Spiel von euer Bobo Rosser von Pixel Beef. Ich schätze, wir sehen uns dann.